ist irgendwie diese Kombination aus Trails, Meer und dem ganzen Dolce Vita und hier noch ein Cappuccino und eine leckere Pizza und ja, das ist einfach so ein richtiges Urlaubsfeeling und dabei dann noch Mountainbiken. Diese Folge ist für alle, die Inspiration für ihre nächste Mountainbike-Reise suchen oder für alle, die generell mal Mountainbike-Reisen ausprobieren wollen. Denn ich habe mir für diese Folge Claudia Wolf von Bucket Ride fürs Mikrofon geholt. Claudia bietet zusammen mit ihrem Partner Roman geführte Mountainbike-Reisen für Gruppen im Camper an. Wir sprechen über die schönsten Mountainbike-Reisen, die hier direkt vor der Haustür liegen, und Claudia verrät uns ihren persönlichen Favorit für 2023. Außerdem sprechen wir über allgemeine Tipps fürs Mountainbike-Reisen, zum Beispiel worauf es ankommt, wenn man sich vor Ort ein Fahrrad ausleihen will und welches Equipment man fürs Mountainbiken unbedingt benötigt. Die Reisen, über die wir sprechen, eignen sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, und es ist für jedes Level das Passende dabei. Jetzt viel Spaß beim Zuhören bei dieser Folge mit Claudia Wolf. Meine letzte Woche war sehr bike-intensiv, würde ich sagen. Also eigentlich saß ich in den letzten... Wie viele Tage waren es? Sieben oder acht Tagen, auch 7 Tage auf dem Bike. Wobei das vielleicht gar nicht in jeder Woche so ist. Aber wir hatten eine Mountainbike-Reise in eine Region, wo wir vorher noch keine Reise angeboten haben. Es war das allererste Mal, und zwar in der Region Villach am Farkassee in Kärnten. Und die ersten paar Tage waren mein Partner Roman und ich dort nochmal selber ein bisschen auf den Trails unterwegs, um uns nochmal alles anzuschauen und ob das noch so ist, wie wir es beim letzten Mal quasi verlassen haben. Ob es was Neues gibt, weil dort eben gerade auch noch ziemlich viele Trails entstehen. Und genau, haben uns das alles nochmal angeschaut, und dann kam Mitte der Woche unsere 2 Gruppen an den Campingplatz, also wir haben am Campingplatz übernachtet und sind dann jetzt 4 Tage mit uns dort biken gewesen und zusammen eben campen und alles, was dazugehört. Okay, jetzt hast du gerade schon das Konzept von Bucket Ride so ein bisschen angesprochen. Vielleicht magst du kurz noch erzählen, wer dahinter steckt und warum ihr euer Unternehmen gegründet habt und wie lange es das schon gibt, also so die Hard Facts. Genau, also Bucket Ride sind mein Partner Roman und ich. Wir eigentlich nur zu zweit. Das gibt's, uns gibt es seit Ende 2019. Haben wir gegründet. Anfang 2020 stand dann die erste Mountainbike-Reise mit dem Camper auf dem Programm, die dann leider erstmal der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Klassisch. Genau, von dem her kann man eigentlich sagen, dass wir dann erst im Sommer 2020 die ersten Mountainbike-Reisen durchführen konnten. Uns gibt es, weil wir diese Kombination aus Mountainbiken und Camping selber sehr gerne machen. Und eben mit dem Camper neue Regionen entdecken und dort schauen, was gibt es da für Mountainbike-Trails, und dann wieder ein Stückchen weiterfahren und so quasi nicht so an einen Ort gebunden sind, sondern eher eine ganze Region oder sogar mehrere kennenlernen können. Und das haben wir ja mehrere Jahre so gemacht und am liebsten auch mit unseren Freunden zusammen. Und irgendwann haben wir uns gedacht, ja, vielleicht könnte man diese Art des Reisens eben auch mit anderen Leuten teilen. Und ja, haben uns dann überlegt, wie das funktionieren könnte. Haben beide eine Mountainbike-Guide-Ausbildung und die Ausbildung zum Fahrtechniktrainer gemacht. Und ja, so ging es dann dahin. Voll cool, dass ihr irgendwie so eine, also so eine persönliche Idee so umgesetzt habt und dass das auch so funktioniert. Das finde ich voll faszinierend, und dass ihr auch während der Corona-Pandemie dann so dran geblieben seid. Ja, das war natürlich nicht so ganz einfach direkt zum Start. Aber ich denke, das Gute daran war, dass wir ja eben
noch ziemlich frei waren in allem, was wir gemacht haben und super flexibel waren und auch sind. Und da jetzt ja kein großer Apparat irgendwie an uns dran hängt, sondern ja, das sind wir beide und wir können das so gestalten, wie wir das möchten. Und dementsprechend konnten wir auch in dieser Situation ja einfach immer kurzfristig reagieren, uns überlegen, was können wir stattdessen machen oder wie können wir es umgestalten, dass wir auch mit den Richtlinien oder mit den Regeln, die es halt dann gab, irgendwie trotzdem was anbieten können und sind da ja immer wieder aufs Neue kreativ geworden. Was ja auch letztendlich dann schön war, zu sehen, dass wir es schon irgendwie immer hinbekommen haben. Auch wenn es natürlich eine große Challenge war und auch viel Frustration dabei war. Aber auf der anderen Seite hat es bestimmt auch total den Zeitgeist getroffen, weil durch die Pandemie sind ja viele Leute dann auf Urlaub draußen oder Outdoor-Urlaube umgestiegen. Ja. Und dann hat es ja auch irgendwie einen Nerv der Zeit getroffen. Das stimmt, in gewissermaßen ja. Andererseits durften ja auch Campingplätze erstmal überhaupt nicht öffnen und Gruppenurlaube waren jetzt auch nicht so gefragt, eher so individual, Individualurlaube. Aber ja, wenn man es so ein bisschen längerfristig betrachtet, haben wir auf jeden Fall, waren wir da jetzt nicht so weit entfernt von dem Zeitgeist, sag ich mal. Ja. Okay. Aber jetzt ist ja zum Glück wieder möglich, dass man ganz frei reisen kann. Und da würde ich jetzt gern auf den ersten großen Themenblock einsteigen, den wir besprochen haben. Und zwar wollen wir über Mountainbike-Reisen sprechen und deine besten Tipps für Mountainbike-Reisen. Und das erste Thema, das ich jetzt gern mit dir besprechen würde, wäre, was es denn für Mountainbike-Reisen gibt, die du empfehlen kannst, die quasi direkt vor der Haustür sind. Also mit vor der Haustür meine ich jetzt München oder halt Bayern so als Standort. Mhm. Also eine Region, die meiner Meinung nach eigentlich ziemlich unterschätzt wird, vielleicht auch, weil die Berge dort nicht so hoch sind wie jetzt bei uns hier in den Bayerischen Voralpen. Also ich wohne im Chiemgau. Das ist der Bayerische Wald. Yay! Ein großer Fan vom Bayerischen Wald, weil ich da auch ursprünglich herkomme. Mhm. Ja. Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Schön, da hast du auch einen persönlichen Bezug dazu. Ich auch ein bisschen. Meine Familie wohnt in Passau. Kommt zwar nicht ursprünglich aus Passau, aber die wohnen jetzt irgendwie alle da, jetzt alle dahin verschlagen. Cool. Genau, und ja, wir sind irgendwie zufällig immer mal wieder in der Gegend gewesen und wollten mal schauen, was es da außer dem Bikepark Gaiskopf sonst noch so gibt. Und haben dann so nach und nach andere Ecken im Bayerischen Wald entdeckt und haben es dann echt, teilweise sogar auch während der Corona-Pandemie, sind wir da immer mal so ein bisschen ausgerückt zum Scouten. Wir haben dann eben ganz neue Ecken und Gebiete im Bayerischen Wald entdeckt, die wir vorher so gar nicht auf dem Schirm hatten. Und uns hat dort besonders gut gefallen, dass es alles sehr natürlich ist, dass die meisten Wege einfach Wanderwege sind, teilweise aber auch ja ein bisschen optimiert vielleicht, sage ich jetzt mal, fürs Mountainbiken. Und dass es einfach im Bayerischen Wald deutlich entspannter und ruhiger zugeht, wie jetzt hier bei uns in den Vorealpen. Also du meinst vom Andrang her? Ja, genau. Dass man da gefühlt irgendwie viel mehr Möglichkeiten hat, schöne Wege zu fahren, ohne dass man jetzt gleich auf Massen an Wanderern trifft. Also natürlich gibt es auch im Bayerischen Wald beliebte Gipfel, die man dann vielleicht am Sonntag um 11 nicht unbedingt ansteuern soll, Mountainbike. Aber die Erfahrungen, die ich oder die wir jetzt hier in der Ecke gemacht haben, waren eigentlich immer sehr positiv und auch
ja, viel entspannter, also so ein respektvolleres Miteinander und so jeder darf irgendwie sein und genau, da deswegen kann man sich im Bayerischen Wald auf jeden Fall mal umschauen und da sowohl, sage jetzt mal so im nördlichen Ecken, was dann schon fast an die Grenze zur Oberpfalz müsste das dann sein, reicht. Mhm. Aber auch so in den klassischen Gebieten rund um den Aber und den Ossa. Was mir auch super gut gefällt, ist St. Engelmar. Mhm. Genau, gibt es eigentlich. Kann man eben am besten auch per Roadtrip einfach mal quer durch den Bayerischen Wald fahren. Und es gibt auch die Transbayerwald tatsächlich. So eine Route. Mhm, die ist ganz neu, gell? Zwei Routen, nicht mehr ganz neu, aber relativ. Habe ich jetzt aber selber noch nicht ausprobiert, also kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich habe nur gehört, dass die eine Route, ich glaube die Nord-Süd-Route, irgendwie ein bisschen anspruchsvoller und interessanter ist wie die Ost-West-Route. ich weiß es, ich sage nicht ganz genau, es gibt zwei verschiedene und die eine ist wohl ein bisschen interessanter, wenn man halt gerne Trails fährt wie die andere. Okay. Wir können ja die Infos zur Transbayerwald auch in die Shownotes packen. Für alle. Ich glaube, Norman hat da auch, also Norman Bielig von Desire Lines hat da auch mitgestaltet bei dem Trail oder bei der Routenplanung. Ja, ich weiß zwar auch nicht genau inwiefern, aber ja, steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist, die Transbayerwald mal auszuprobieren. Und was würdest du sagen, wie viele Tage sollte man jetzt einplanen für einen Trip in den Bayerischen Wald? Also mit allem, was ich jetzt so dort erlebt habe und kenne, kann man sich da eigentlich gut und gerne mal eine ganze Woche beschäftigen. Also natürlich auch viel länger, aber eine Woche könnte man wirklich dort Urlaub machen und keinen Trail irgendwie zweimal fahren und auch dass die Touren nicht allzu weit auseinander sind. Wenn man es lieber irgendwie ein bisschen kompakter möchte, dann würde ich sagen, so 4 Tage geben auch schon einiges her. Aber auch, wenn man jetzt nicht allzu weit weg wohnt, einfach für ein Wochenende. Okay. Dann so peu à peu. Genau. Alles möglich. Kann ich mir alles vorstellen. Für wen würdest du sagen, also welcher Typ Mountainbiker wird da besonders glücklich im Bayerischen Wald? Schon eher, also jemand, der gerne bergauf fährt und gleichermaßen gerne bergab fährt auf Trails. Also ich würde schon sagen, eher fortgeschrittenere MountainbikerInnen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt persönlich mir ja auch die Routen raussuche, wo ich im besten Falle dann wirklich einen schönen Trail bergab habe. Das heißt, ich kann jetzt dort, könnte ich jetzt so spontan nicht sagen, was es da jetzt für Einsteiger, mal abgesehen vom Bikepark Geiskopf und der Flow-Strecke, ob es da auch was für Einsteiger gibt. Damit habe ich mich jetzt in dem Falle auch nicht so sehr beschäftigt. Mhm. Genau, deswegen würde ich sagen, Leute, die gerne in der Natur sind, Naturtrails fahren, also keine gebauten Sachen, sondern wirklich ganz natürliche Trails mit Wurzeln, mit Stufen. Es kann auch mal ein Trail bergauf sein, also nicht nur Forststraßen, sondern dass man auch einen Wanderweg quasi auch mal zwischendurch bergauf fährt und genau. Zu der Frage wollte ich eigentlich erst später kommen, aber weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, wie schätzt man denn sein eigenes Level am besten ein? Das ist eine Also ich meine, wenn man so ein kompletter Anfänger ist, dann ist es ja irgendwie klar, aber wann sagt man, man ist fortgeschritten oder wann ist man ein Profifahrer? Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage und es ist auch sehr schwierig, weil es keine einheitliche Definition, sag ich mal, gibt.
Es gibt zwar, ich sage jetzt mal, so eine Art Norm, die viele kennen, das ist die Single-Trail-Skala, wo quasi Trails anhand ihrer Beschaffenheit, also zum Beispiel Gefälle, Hindernisse, Untergrund und so weiter charakterisiert werden und anhand dessen, ob ich mir zutraue, diese Charakteristiken bewältigen zu können, kann ich quasi einschätzen, ja, welche Trail-Schwierigkeit ich persönlich fahren kann. Mhm. Das ist aber auch jetzt nichts, was grundsätzlich gilt, sondern die hat sich halt auch mal jemand ausgedacht, diese Single-Trail-Skala, und die hat es irgendwie auf jeden Fall geschafft, dass es ziemlich viele bei uns zumindest kennen. Genau. Die ist aber jetzt meines Erachtens auch nicht mehr ganz so modern und aktuell und kann auch schnell mal fehlinterpretiert werden. Mhm. Und wir haben natürlich auch bei unseren Reisen und Camps, die sind auch immer für ein gewisses Fahrlevel ausgeschrieben, und das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung für uns, zum einen die Ausschreibung so zu formulieren, dass die Leute sich da wiederfinden und sagen, ah ja, cool, das ist für mich geeignet, und zum anderen, ja, dass sie sich letztendlich dann auch selber richtig einschätzen. Und das hängt ja auch immer sehr von deinen eigenen Erfahrungen ab. Wenn du jetzt keinen großen Vergleich hast, dann denkst du dir halt zum Beispiel, naja, jetzt fahre ich seit 5 Jahren und bin die Trails bei mir ums Haus immer gefahren, also bin ich fortgeschritten oder so. Und dann komme ich aber vielleicht mal in eine andere Region, wo die Trails eine ganz andere Beschaffenheit haben und komme überhaupt nicht mehr zurecht. Also man braucht ja auch immer irgendwie einen gewissen Vergleich. Und wir versuchen ja eben immer möglichst genau zu beschreiben, wie die Trails vor Ort sind und was man dafür können muss. Also zum Beispiel, und das Ganze dann natürlich auch mit Bildern zu hinterlegen. Also zum Beispiel, es sind viele Stufen, es ist natürliches Gelände, es ist eng, es ist steil, es sind viele Kurven. Das sind alles so Sachen, mit denen kann man irgendwie Bilder im Kopf schaffen. Und dass man sich vorstellen kann, okay, der Trail könnte so und so aussehen. Also wir versuchen quasi über so Bilder im Kopf zu arbeiten. Und wenn wir uns dann nicht sicher sind, dann rufen wir einfach nochmal an und fragen die Personen, wo fahrt ihr normalerweise, seit wann fahrt ihr, wie oft fahrt ihr, wo wart ihr schon überall unterwegs. Und so versuchen wir dann quasi über die Ferne so ein bisschen einzuschätzen, wie die Person ja, fährt oder fahren könnte. Okay. Ja. Aber das sind dann auch Fragen, die man sich quasi selber auch stellen kann, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja. Also, dass man sich genau anschaut, was sind die Trails, die ich normalerweise fahre, und wie könnten die Trails oder wie sind die Trails beschrieben, wo ich vielleicht hinreisen möchte. Genau. Und wenn ich jetzt nur auf Naturtrails unterwegs bin, dann werde ich ja nie so eine richtige Charakterisierung von dem Trail haben. Höchstens auf Komoot, da ist es dann eben als S2-Trail, das ist eben diese Single-Trail-Skala, geht von S0 bis S5, glaube ich. Genau, ist das auf Komoot zum Beispiel immer angegeben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bikepark unterwegs bin oder in einem Gebiet, wo Trails explizit ausgewiesen werden, dann werden die Trails dort immer charakterisiert. Und dann weiß ich zum Beispiel, ah, okay, jetzt bin ich den grünen Einsteiger-Trail gefahren, mit dem bin ich gut zurechtgekommen, jetzt taste ich mich mal eins weiter, fahre mal den blauen, dann den roten, mittelschweren und dann den schwarzen, und so sammle ich halt mit der Zeit Erfahrungen, dass ich inzwischen zum Beispiel immer die roten Trails, immer die mittelschweren fahren kann oder so. Mhm. Da hat man so ein bisschen mehr Anhaltspunkte. Und abgesehen von dem Thema, ich sage jetzt mal, Fahrtechnik, spielt ja auch noch die Kondition eine Rolle. Im Zweifel, wie viel Höhenmeter kann ich fahren, welche Strecke kann ich fahren. Mhm.
Weißt du noch, wie das bei dir war, als du angefangen hast, Mountainbike zu fahren? Wie hast du dich da rangetastet? eigentlich erstmal war das ein richtiger Sprung ins kalte Wasser. Da gab es tatsächlich auch noch nicht so das Angebot, was man vielleicht jetzt hat an Trailcentern, Bikeparks und so weiter, wo man gute Übungsbedingungen hat, sondern ich war mit Freunden am Gardasee, habe das Mountainbike von meinem großen Bruder mitgenommen und bin einfach mitgefahren und habe dann den halben Berg wieder runtergeschoben. Okay. Und ja, dann sind wir halt immer wieder neue Touren gefahren und neue Trails und alles, was ich mir nicht zugetraut habe, habe ich geschoben. Und so hat sich halt die Grenze dann langsam verschoben. Irgendwann ist man dann bestimmt so frustriert und hat keinen Bock mehr auf Schieben, dann traut man sich einfach auch die schwierigeren Sachen. War jetzt bei mir nicht so, um ehrlich zu sein. Aber es gibt das jetzt auch bestimmt eine Vermutung. Ja, also es gibt bestimmt Leute, bei denen das so ist. Aber nee, also bevor ich wissentlich oder wenn ich mir sicher bin, dass ich das nicht fahren kann, dann fahre ich es auch nicht. Und damit bin ich jetzt eigentlich die letzten, ich sag mal, fast 15 Jahre ganz gut durchgekommen, ohne mich zu verletzen. Ich hatte noch nie, noch nie eine Verletzung vom Mountainbiken tatsächlich. Gut. Okay, jetzt waren wir gerade schon so beim Thema Mountainbike für Anfänger. Und bevor wir jetzt so auf den perfekten Mountainbike-Trip für Anfänger oder Anfängerinnen eingehen, was empfiehlst du denn Personen, die anfangen wollen, Mountainbike zu fahren, so generell? Ich würde empfehlen, tatsächlich von Anfang an einfach mal sich für einen Fahrtechnikkurs anzumelden. Wenn man sich zum Beispiel mal andere Sportarten anschaut, wie das Skifahren. Oder Klettern. Ja, genau. Da macht eigentlich jeder erstmal einen Kurs. Oder fast jeder. Beim Mountainbiken ist es oft nicht so, weil es kann ja eigentlich fast jeder Fahrrad fahren. Und dann denkt man sich, naja, gut, Mountainbiken, dann probiere ich es halt einfach mal aus, weil Fahrrad fahren kann ich ja schon. Das Problem dabei, oder ist vielleicht kein Problem, aber wenn ich halt von Anfang an einen Fahrtechnikkurs mache und die Bewegungsabläufe richtig lerne, dann erspare ich mir eben ganz viel Frustration zum einen, habe viel mehr Sicherheit und was wollte ich jetzt sagen? Und genau, ich lerne mir gar nicht erst falsche Bewegungsmuster an. Also ich weiß von Anfang an, okay, wie muss ich mich auf dem Mountainbike verhalten? Wie kann ich mich auf dem Mountainbike bewegen, um möglichst sicher und sauber den Berg runterzukommen? Und wenn ich halt jetzt 20 Jahre lang einfach mal fahre, dann habe ich halt so meine Strategien, wie ich den Berg runterkomme, die jetzt nicht unbedingt gut sind, aber dann vielleicht trotzdem in 90% der Fällen funktionieren und in 10% der Fällen funktionieren sie aber halt nicht. Und meine Erfahrung hat einfach gezeigt, dass Mountainbiken viel, viel mehr Spaß macht, wenn man einfach weiß, was man da tut, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man weiß, wie man in welchen Situationen reagieren kann und sein Sportgerät quasi unter Kontrolle hat und nicht das Fahrrad mit einem den Berg runterfährt. Und so hat man einfach viel, viel mehr Spaß und erspart sich viel Bewegungen dann später vielleicht wieder umzulernen, wenn man sie von Anfang an einfach richtig lernt. Und was auch noch ein sehr positiver Effekt ist, wie ich finde, bei Fahrtechnikkursen, man lernt ja auch gleich mal noch andere Leute kennen, die auf einem ähnlichen Stand sind wie man selber und findet dann vielleicht auch gleich noch ein bisschen Anschluss. Findest du, dass Mountainbiken in der Gruppe mehr Spaß macht oder alleine? In der Gruppe. Also ja, so diese Leidenschaft einfach zu teilen und gemeinsam
wenn man gemeinsam einen Trail runterfährt und dann hält man an und alle haben ein fettes Grinsen im Gesicht und klatschen ab und feiern das, dass man jetzt gerade einen coolen Trail runtergefahren ist. Das macht einfach mega Spaß. Und ich fahre zwar auch gern mal alleine, einfach für mich mal eine kleine Runde, aber ja, in der Gruppe macht zum einen mehr Spaß und bietet natürlich auch ein bisschen mehr Sicherheit, weil klar, es kann immer was passieren und wenn ich halt jetzt allein im Wald unterwegs bin und ich stürze, dann ja, habe ich halt erstmal niemanden dabei, der mir da vielleicht helfen kann. Ja, also macht es gerade für Anfänger auch Sinn, vielleicht in der Gruppe unterwegs zu sein. Auf jeden Fall oder halt zumindest mit einer oder zwei weiteren Personen und genau, dafür sind eben zum Beispiel Fahrtechnikkurse super geeignet oder es gibt jetzt auch immer mehr, ich sage jetzt mal so Communities, wie zum Beispiel die Munich Mountain Girls oder auch in, glaube Augsburg gibt es die Fahrtjägerinnen und so gibt es halt in vielen verschiedenen Regionen, gibt es Facebook-Gruppen, wo man sich zusammentun kann oder Vereine, genau. Und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich da jemanden zu suchen, der einen da ein bisschen an die Hand nimmt, mitnimmt, ein bisschen was zeigt. Oder sich, wenn man so jemanden eben jetzt nicht hat im Freundeskreis, sich über Vereine oder Communities da Support zu suchen. Okay. Und jetzt mal angenommen, ich komme so als absolute Anfängerin zu dir, habe aber schon ein Fahrtraining gemacht und möchte jetzt von dir wissen, ich habe irgendwie eine Woche Zeit und möchte im Urlaub Mountainbiken fahren. Welche Gegend würdest du mir empfehlen und welche Trails? Also du bist aber trotzdem noch, ich sage jetzt mal, eher im Einsteigerbereich unterwegs oder leicht fortgeschritten? Ja. Also eigentlich bin ich noch im Anfängerbereich unterwegs. da finde ich zum Beispiel die Heumödern Trails im Altmühltal eine gute Anlaufstelle. Da gibt es kein Lift. Also man muss selber hochtreten, es sind da aber nie mehr wie, ich glaube, maximal 150 Höhenmeter oder so am Stück. Also man kann dann einfach mehrere Runden fahren, wenn man möchte. Es gibt Trails in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und es fängt aber wirklich super entspannt an. Also der leichteste Trail, den kann wirklich jeder fahren, den kann man theoretisch auch mit dem Laufrad durchrollen. Der ist nicht steil, der macht aber trotzdem Spaß und die Atmosphäre dort ist sehr familiär und angenehm und das ist zum Beispiel, glaube ich, gerade für Einsteiger ein schöneres Erlebnis wie jetzt in irgendeinem Bikepark, was zwar für die Übung gut ist, aber was für Einsteiger oft sehr viel Stress bedeutet. So, da sind viele andere unterwegs im Bikepark, da muss ich Lift fahren. Da fährt mir irgendwie gefühlt ständig jemand hinten auf und in so ein bisschen kleineren Trailcentern, wie jetzt zum Beispiel auf den Heumödern Trails, ist es einfach viel, viel, viel entspannter, da eine schöne Zeit zu haben und sich auszuprobieren auf den verschiedenen Trails. Und eine Alternative. Ja. Ich hätte noch eine zweite Alternative. Ja, bitte. Tatsächlich eben, wo wir jetzt letzte Woche waren, in Villach, beziehungsweise am Farkersee oder am Ossiachersee. Also die beiden Seen sind relativ nah beieinander. Und an beiden Seen gibt es jetzt eben ein Trailcenter und dort gibt es auch Trails für Einsteiger, Familien etc. Und man hat halt auch noch eben einen See, wo man danach reinhüpfen kann, hat schon so ein bisschen mediterraneres Flair. Und genau, eine schöne Region. Und auch nicht so viele Höhenmeter. Okay, also das ist eigentlich für Anfänger auch gut, wenn es nicht so viele Höhenmeter sind, dass man auch mit der Kondition erstmal gucken kann, wie geht es mir dann überhaupt. Ja, genau. Dass ich nicht gleich 1000 Höhenmeter am Stück radeln muss, sondern eben vielleicht hier mal 100, da mal 200, vielleicht auch mal 300 und dann lieber öfter.
und mich da auch rantasten kann und mich verbessern kann, wie dann habe ich ja vielleicht auch noch ein bisschen Power, um dann den Trail runterzufahren, wie wenn ich mir jetzt irgendwo 4 Stunden lang hochquäle und dann eigentlich fix und fertig bin und mich gar nicht mehr konzentrieren kann auf die Abfahrt. Machst du eigentlich irgendwie Ausgleichstraining zum Mountainbiken? Ja, also ich mache Yoga. Mhm. Und ja, Kräftigungsübungen, vor allem, ich sage jetzt mal, um die Schultern zu öffnen, weil man ja beim Mountainbiken doch immer eher auch in so einer vorgebeugten Haltung ist, wie auch am Schreibtisch. Und auch sitzen tut man auf dem Mountainbike tatsächlich. Also Hüftöffnungen, Schulteröffnungen, viel mobilisieren von der Wirbelsäule, Kräftigungsübungen, vor allem fürs Gesäß und für den Rumpf helfen, um einfach auch stabiler auf dem Bike zu stehen. Ja, genau. Okay, das ist vielleicht auch für Anfänger oder Einsteiger sehr interessant, weil die denken sich dann vielleicht, oh, jetzt tut mir alles weh, und dann können sie aber da gezielt ansetzen und Übungen machen, die dann helfen. Ja, und auch eine gewisse Beweglichkeit hilft mir auch, um überhaupt in eine saubere Position auf dem Mountainbike zu kommen. Mhm. Ich finde, es sind irgendwie total viele Aspekte, die man gar nicht so bedenkt, weil, wie du vorher schon gesagt hast, jeder denkt, ja, Fahrrad fahren kann ich eh, aber dass eigentlich, dass man schon ein bisschen mehr machen muss, ist eigentlich irgendwie, da denkt man irgendwie im ersten Moment gar nicht so dran. Das stimmt, ja. Und mir fällt es auch manchmal schwer, wieder so ein bisschen daran zurückzudenken, okay, wie ging es mir eigentlich damals, weil es jetzt ja doch schon eine ganze Zeit lang her ist. Und ich dann auch echt immer wieder so ein bisschen überlegen muss und versuchen muss, mich da wieder reinzufühlen, auch wenn ich jetzt irgendwie im Coaching mit Einsteigerinnen bin, so okay, mich da wieder reinfühlen zu können. Weil viele Dinge ja für mich inzwischen natürlich auch einfach selbstverständlich funktionieren. Und irgendwie gefühlt, je länger ich schon fahre oder je fortgeschrittener ich werde, desto schwieriger oder desto größer wird natürlich das Gap dazwischen, desto schwieriger wird es für mich auch, sich da wieder reinzufühlen. Aber ich kann mich da schon noch ganz gut dran erinnern. Und habe da auf jeden Fall dann auch immer viel Verständnis. Okay. Also keine Scheu bei dir, mit seinen ganzen Ängsten anzukommen, die man vielleicht hat beim Mountainbiken. Gar nicht. Und letztendlich haben tatsächlich eigentlich fast alle Einsteiger die gleichen oder ähnliche Ängste, Befürchtungen, Probleme. Genau, also das ist ganz normal. Mhm. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, wenn ich jetzt kein eigenes Mountainbike habe, sondern mir vielleicht vor Ort eins ausleihen möchte, worauf sollte ich da so grob achten? Kannst du da was dazu sagen? Oh, das ist super schwierig. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass das Fahrrad, was mir gegeben wird von dem Shop oder dem Verleih, auch zu dem passt, was ich machen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bikepark bin und ich möchte ja Strecken im Bikepark fahren, dann würde ich mir auch wünschen, dass ich dann ein vollgefedertes Mountainbike bekomme und nicht irgendwie ein Hardtail. Das sollte gute Bremsen haben, es sollte einfach irgendwie was Modernes sein und nicht so aussehen, als wäre das Fahrrad irgendwie schon 20 Jahre alt und fällt gleich auseinander. Mhm. Genau, kann ich mir jetzt aber irgendwie auch nicht vorstellen, dass es noch irgendwie Shops gibt, die da irgendwie einen Schmarrn verleihen, aber ich weiß es nicht. Also es kann schon sein, dass man nicht überall modernes Equipment dann auch bekommt. Oder zumindest halt sicher, Equipment, das sicher ist. Mhm. Dann würde ich mir auf jeden Fall, wenn es geht, auch Schoner ausleihen, also Knieschoner, gegebenenfalls auch Ellbogenschoner, einen Helm. Mhm.
ja, entweder ausleihen oder haben die meisten wahrscheinlich eh zu Hause. Wenn der aber jetzt auch schon 15 Jahre alt ist, dann wird sich durchaus da eine Investition, denke ich, lohnen. Egal, ob der dann fürs Mountainbiken oder fürs Stadtrad verwendet wird, aber so ein aktueller, moderner Helm, der kann auch relativ viel. Und die werden ja auch irgendwann einfach porös und funktionieren dann eventuell, haben beim Sturz eventuell dann einfach nicht mehr so ihre Schutzfunktion. Deswegen am Helm niemals sparen. Okay. Und ansonsten sollte man auch immer eine Brille dabei haben und Handschuhe. Eine Brille einfach, weil es kann sein, dass zum Beispiel Dreck ins Auge kommt während dem Fahren oder dass dir mal ein Ast ins Auge fliegt und kann einfach auch sehr gefährlich werden. Deswegen eine Brille, das kann eine klare Schutzbrille sein, eine Sonnenbrille, ist ganz egal, einfach irgendwas, was die Augen schützt. Und das Gleiche eben auch Handschuhe. Dann sind die Hände auch im Fall von einem Sturz ein bisschen besser geschützt und ich habe auch mehr Grip am Lenker. Also wenn ich auch nervös bin, schwitzen vielleicht die Hände ein bisschen. Wenn ich Handschuhe anhabe, dann geht der Schweiß in die Handschuhe und rutscht nicht vom Lenker ab. Okay. Okay, also Handschuhe, Helm und Knie- und Ellbogenschoner sind so das wichtigste Equipment, das man haben sollte. Genau, ohne Brille. Ah ja, genau. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil jetzt würde ich gerne noch auf deinen, ich weiß nicht, ob man das ist jetzt so ein Superlativ, aber ich würde gerne auf den schönsten Mountainbike-Trip deiner Meinung nach für 2023 eingehen. Ob du da, was dein persönlicher Favorit ist dieses Jahr? Also für mich persönlich oder was ich anderen empfehlen würde? Können gerne beide auf beides eingehen. Ja, also was ich anderen empfehlen würde, wäre auf jeden Fall die Toskana. Was jetzt vielleicht noch nicht jeder so zum Mountainbiken auf dem Schirm hat, aber gerade in der Vor- oder in der Nachsaison, also jetzt nicht im Hochsommer, nicht unbedingt im Juli, August, aber sage jetzt mal April, Mai, September, Oktober, November ist es einfach so schön in der Toskana. Es ist immer noch warm, man hat Trails, die einfach auch direkt bis zum Meer gehen, was ich finde, was so eine ganz besondere was ganz Besonderes einfach ist, wenn du wirklich direkt am Meer irgendwie ausgespuckt wirst. Es sind auch alles eher Hügel, also es sind jetzt nicht so hohe Berge wie bei uns, aber trotzdem ist irgendwie diese Kombination aus Trails, Meer und dem ganzen Dolce Vita und hier noch ein Cappuccino und eine leckere Pizza und ja, das ist einfach so richtiges Urlaubsfeeling und dabei dann noch Mountainbiken. Genau, finde ich einfach mega schön in der Toskana. La Dolce Vita auf dem Radl. Genau. Ja, so ist es. Und in der Toskana sind eben, ist es noch ein bisschen, es ist noch nicht ganz so im Trend zum Mountainbiken wie jetzt andere Regionen, wie zum Beispiel Finale, Ligure. Also es ist da einfach ein bisschen entspannter. So. Mhm. Ja, wir waren letzte Woche in Finale Ligure und da war schon echt viel los, so obwohl schlechtes Wetter war, waren sehr viele Radfahrer unterwegs. Mhm. Ja. Kann eben auch durchaus stressig für jemanden sein, wenn man jetzt selbst vielleicht noch nicht so sicher unterwegs ist und da dann einfach super viele Mountainbiker, die meisten oder viele davon auch echt fortgeschritten mit Fullface-Helmen und so weiter. Das kann, glaube ich, für jemanden, der selber da noch nicht so fortgeschritten ist, erstmal irgendwie ein bisschen beängstigend sein, diese Massen an guten Radfahrern irgendwie zu sehen. Okay. Aber die Toskana würdest du auch eher fortgeschritteneren EinsteigerInnen empfehlen? Ja. Also klar, gibt es sicher, es gibt auch einfachere Trails, zum Beispiel Massa Marittima, und man kann auch so schöne Touren durch die Hügel fahren
ohne jetzt, es muss ja auch nicht immer ein Trail sein, also man kann auch so einfach schöne Mountainbike-Touren machen auf den Wegen, die es halt dort gibt. Aber ja, wenn man so das ganze Trail-Netzwerk mitnehmen möchte, dann sollte man schon eher fortgeschritten sein. Genau. Oder okay, leicht fortgeschritten bis sehr fortgeschritten, ist dann alles mit dabei. Okay. Und jetzt kommen wir noch zu deinem persönlichen Favoriten. Ja, das sind so die französischen Alpen. Also wir waren letztes Jahr schon mal so in der Ecke um La Grave, Briançon. Da hat es mir einfach so gut gefallen. Da war auch so ab Mitte August war das, da war einfach irgendwie nichts mehr los. Die Trails waren extrem gut, sehr anspruchsvoll, steil, lang. Aber ja, also für mich irgendwie ein absolutes Highlight auch in dieser Höhe, also oft so um die 3000 Meter rum. Also boah, bei 3000 Meter geht es halt dann eben los, der Trail. Das ist, finde ich, schon auch was sehr Besonderes, so alpin, hochalpin mountainbiken zu können. Fährt man da mit dem Camper hoch oder wie? Nee, da gibt es teilweise gibt's Bergbahnen, die dich mitnehmen und dann musst du halt vielleicht selber noch ein bisschen hoch am Ende. Teilweise musst du einfach selber hochtreten oder es gibt auch hier oder da mal Shuttle-Angebote. Okay. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man ist. Und ja, da hat es uns so gut gefallen, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr nochmal in die Ecke und ein bisschen weiter möchten. Also privat dann oder auch mit Bucket privat. Ride? Okay. Ja, nee, ganz privat. Ganz privat. Warum findest du, dass Mountainbiken und Campen so gut zusammenpassen? Weil beides so ein gewisses Gefühl von Freiheit für mich initiiert. Also beim Mountainbiken, ja, da fühle ich mich einfach irgendwie frei. Ich bin draußen, bin in der Natur und mache das, was mir Spaß macht. Und beim Camping ist es irgendwie ähnlich. So, ich bin einfach flexibel, ich kann dahin fahren, wo ich Lust habe. Ich muss nicht alles vorher irgendwie buchen, wobei sich das momentan ja leider auch ein bisschen verändert und man inzwischen irgendwie nicht mehr so viele Campingplätze auch einfach mal spontan anfangen kann, weil sich die Anzahl der Camper natürlich ganz schön erhöht hat. Genau, aber wenn man jetzt nicht unbedingt immer auf einen Campingplatz angewiesen ist, dann einfach dieses flexible Reisen, da anhalten, wo man was machen möchte, wo man was erleben möchte, wo man eine Tour fahren will, dann einfach wieder das Mountainbike hinten drauf und weiterfahren. Und diese Art des Reisens finde ich einfach super schön. Genau. Und was hast du bei deinen Reisen immer dabei? Also was sind so die wichtigsten Essentials? Ersatzteile. Und Werkzeug wahrscheinlich. Genau, Werkzeug und Ersatzteile tatsächlich, weil es gibt einfach, ich meine, je nachdem, wo man ist, aber es gibt einfach nicht überall gut ausgestattete Bike-Shops. Und wenn halt was ist und du hast es nicht dabei und es ist kein Shop in der Nähe, dann ist es einfach super, super ärgerlich. Deswegen haben wir tatsächlich immer eine gut ausgestattete Werkzeugkiste und ja, ich sage jetzt mal so viel, wie halt geht, dabei. je nachdem, ob wir mit dem kleinen oder mit dem großen Camper unterwegs sind, okay, haben wir mehr oder weniger dabei. Aber auf jeden Fall, ja, wir haben immer noch eine Ersatzbremse zum Beispiel mit dabei, dass man, wenn die den Geist aufgibt, einfach mal tauschen kann, genauso wie ein Entlüftungskit für die Bremse. Auch Bremsscheiben, Ersatzbeläge,
Ja, teilweise haben wir auch einfach noch einen Ersatzdämpfer mit dabei oder noch eine Sattelstütze oder so alles, was irgendwie schon mal kaputt gegangen ist unterwegs und was halt irgendwie in Camper auch noch reinpasst. Hat euch schon mal so eine Reise richtig verhagelt, weil ihr irgendwas kaputt gegangen ist, das ihr dann nicht austauschen konntet? Also mir fällt jetzt keine konkrete Situation ein, sodass wir wirklich nach Hause fahren mussten. Aber es sind schon oft Sachen kaputt gegangen, was halt dann einfach dazu geführt hat, dass man anstatt die Urlaubszeit irgendwie nutzen zu können und coole Touren fahren zu können, dass man eigentlich nur auf der Suche war nach einem Shop, um das Problem zu beheben und dann halt super viel Zeit, wertvolle Urlaubszeit verloren hat. Und dann ist mir jetzt noch eine Frage eingefallen, weil bei Surfern kennt man das ja so, dass die dann irgendwie 5000 Surfbretter in ihrem Camper haben. Habt ihr dann, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, nur zwei Räder dabei oder habt ihr auch mehrere Fahrräder dabei? Teils. Also bei unseren Bucketride-Reisen haben wir eigentlich immer vier Räder dabei. Zum einen, weil es einfach für uns so viel Stress erspart, wenn irgendwas mit dem Rad ist, nehmen wir einfach das andere und fertig. Also wenn wir dann als Guides quasi anfangen, da jetzt irgendwie stundenlang unsere Räder zu reparieren, das wäre sowohl für uns Stress pur, als auch für unsere Teilnehmer nicht schön. Zum anderen haben wir eben zwei E-Bikes und zwei normale Mountainbikes, dass wir auch eben, wenn wir jetzt irgendwo eine Reise oder ein Camp anbieten, vorher noch mal kurz checken können, wie sind die Trailbedingungen und so weiter, ohne dabei dann auch super viel Zeit und Kraft zu verlieren. Genau, das heißt, beruflich sind wir eigentlich immer mit vier Rädern unterwegs, privat meistens mit zwei. Okay. Jetzt habe ich eigentlich zum Abschluss noch, wollte ich noch kurz auf euer Bucket Ride Festival eingehen, das ihr Ende September, Anfang Oktober, glaube ich, veranstaltet. Vielleicht kannst du kurz das Konzept erläutern und wie man teilnehmen kann. Genau, das Bucket Ride Festival ist daraus entstanden, dass wir irgendwie einen gemeinsamen Rahmen schaffen wollten für alle Menschen, die gerne Mountainbiken und Campen. Unabhängig davon, ob sie jetzt irgendwie an so einer geführten Mountainbike-Reise teilnehmen möchten, wie jetzt unser normales Programm quasi ist oder nicht. Also sowohl Anfänger, Familien, fortgeschrittene BikerInnen, unsere ganzen Gäste, die quasi schon mal dabei haben, einfach so eine quasi so eine Plattform zu bieten, wo jeder kommen kann, was nicht super viel Geld kostet und wo man einfach eine schöne Zeit zusammen hat, sowohl auf dem Rad als auch auf dem Campingplatz. Und genau, also das Festival findet auf dem Campingplatz statt. Man kann aber auch kommen, wenn man sich externe Unterkunft organisiert und am Rahmenprogramm teilnehmen. Es wird zum Beispiel ein Lagerfeuerkonzert geben, direkt am See, also der Campingplatz ist direkt am See. Es wird einen Outdoor-Filmabend geben, man kann Mountainbikes testen, Equipment testen, man kann sich auch andere Vans oder Camper anschauen. Genau, es wird eine Expo-Area geben mit Vertretern aus der Bike- und der Campingindustrie. Genau, dass man die beiden Themen da nochmal so ein bisschen zusammenbringt. Dann gibt es ein paar Kurse, Ride-Outs, also so gemeinsame Ausfahrten. Man kann aber auch einfach für sich selber biken gehen. So ein bisschen alles kann, nichts muss. Neue Leute kennenlernen und eine sehr entspannte gemeinsame Zeit draußen verbringen. Cool. Magst du nochmal den Termin sagen und den genauen Ort, also oder die Gegend? Ja. Das findet vom 29. September bis 2. Oktober statt.
Der 3. Oktober ist Feiertag in Deutschland. Also man kann dann auch theoretisch einfach noch länger bleiben am Campingplatz. Und das Ganze findet in Kärnten am Farkasee statt, auf einem super, super schönen Campingplatz, dem Camping Anderwald. Ah, wo ihr jetzt auch letzte Woche wart. Ja. Genau. So schließt sich der Kreis. Ja. Vielen Dank, Claudi, für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es sind ein paar richtig tolle Tipps dabei, sowohl für Leute, die schon länger Mountainbike fahren, als auch Anfänger. Und ja, ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank für die Einladung, für das nette Gespräch und hoffe, wir sehen uns dann am Bucket Ride Festival. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links zur Folge findest du in den Shownotes. Dort findest du auch einen Link zum neuen Bergpool Supporters Club bei Steady. Wir freuen uns über deine Unterstützung. Wenn du über Spotify zuhörst, kannst du uns auch in der Umfrage wissen lassen, wie du zum Thema Mountainbike-Reisen stehst und welche Destination am spannendsten für dich ist. Falls du über eine andere Plattform zuhörst, dann schreib uns gerne bei Instagram oder schick uns eine Mail an info@bergpool.de. Wir freuen uns, von dir zu hören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.